Hallo und grüß euch, ich bin's wieder, die Theresa von den Bergbahnen. Wir sind da heute bei der neuen Hochsulden-Rotkogelbahn und besuchen den Dietmar und den Dominik. Die zwei waren im Sommer beim Bau dabei und sind jetzt auch live bei der Inbetriebnahme involviert. Der Dominik ist relativ neu bei den Bergbahnen, während der Dietmar schon jahrelang dabei ist und zu unseren Routiniers gehört. Ich würde sagen, wir schauen einmal, wo die zwei umgehen. Dietmar, wir sind jetzt hier an der Tollstation von der neuen Hochsildenbahn. Erzähl weg, was ist über uns immer geschehen und was sind also deine Aufgabenbereiche da? Wir haben da jetzt eben den neuen Bahn da gekriegt und dass ich mich auf den neuen Bahn da für die Hochsildenbahn ein bisschen eingewöhnt habe und ein bisschen Erfahrung machen haben können, bin ich eigentlich zuerst im Sommer bei der Gickjochbahn gewesen. Das ist ziemlich die gleiche Bahn und der Ablauf auch dasselbe. Und da habe ich mich eigentlich durch das ein bisschen eingelebt und da kenne ich mich jetzt schon ein bisschen aus. Und dann haben wir auch eigentlich, habe ich noch anderthalb Monate die Einstellung mit den Technikern mitgemacht und deswegen kenne ich jetzt die Bahn eigentlich ganz gut. Also, dass ich kann eigentlich auf die neue Bahn richtig freuen, dass es gemacht worden ist. Du bist ja jetzt schon länger bei den Bergbahnen Sölden angestellt, warst aber nicht immer im gleichen Bereich tätig. Was sind also die verschiedenen Stationen, die du während deiner Karriere durchlaufen hast? 1982 bin ich zu den Bergbahnen Sölden gekommen und danach bin ich eigentlich zum Schlepplift an Heimbach Karl gekommen und danach bin ich zum Silberprintl gewechselt, da war ein Zweiersessellift und 1986 bin ich nachher zur Rotkogelbahn, da bin ich als Maschinist, habe ich dann übernommen und bin eigentlich da hingekommen. Und danach ist eigentlich das mir ein bisschen zu wenig gewesen. Wenn man noch jung ist, will man noch ein bisschen weitergehen. Und danach bin ich weitergegangen, bin als Bischenbullifahrer habe ich angefangen und habe auch mit der Beschneiung mitgemacht und haben eigentlich auch Schulungen gemacht für die Beschneiungsschulung, da so einen Schneiderchef auch gemacht und danach bin ich eigentlich von Bullifahren wieder eigentlich weggekommen sozusagen, nach 25 Jahren ungefähr, dass ich mehr mit den Gästen wieder in Kontakt ist, was mir auch immer getaugt hat. 16 bin ich wieder zum Rotkogel, wieder an meine alten Anlagen, wo ich angefangen habe, bin ich wieder durchgekommen. Oder cool. So, das war jetzt ein interessanter erster Einblick. Wir fahren jetzt mit der Bahn auch zur Bergstation und schauen, was der Dominik so zu erzählen hat. Hi Dominik, gerade nur draußen auf der Stütze, in luftiger Höhe, jetzt schon wieder fast am Boden. Wo sind wir da jetzt eigentlich? Jetzt sind wir da oben an der Antriebsstation von Rotkogel Hochsölden. Und jetzt stehen wir direkt im Umlauf herinne. Projekt Hochsölden Rotkogelbahn, das war ja das Highlight hier im Sommer. Du warst da live dabei. Erzähl einmal, was war da so dein Aufgabenbereich und wie ist das so als junger Mitarbeiter bei so einem großen Projekt dabei zu sein? Also für mich war das sehr interessant, muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich war von Anfang an von Stützenbau, Stützenzusammenbau überall dabei. Ich muss jetzt selber sagen, bei so einem Großprojekt lernt man halt das meiste. Also ich bin schon ausgebildet als Maschinist, aber wenn man direkt
wenn man jetzt so umschaut, die Sachen selber zusammenbaut, lernt man halt noch mehr, wie das Ganze funktioniert und wie man das handhabt. Das war schon sehr interessant, ja. Mein Herz, du bist kein Tiroler. Erklär mal, woher kommst du und wie bist du zu den Bergbauern in Sölden gekommen? Okay, ursprünglich bin ich aus der Steiermark, also Südsteiermark. Ich bin hergekommen vor circa 2,5 Jahren. Habe aber vorher angefangen in der Area, als Raftguide, Mountainbiken, solche Sachen eigentlich. Ich bin eigentlich auch nur wegen Sport hergekommen nach Tirol. Und ja, in der Area hat man halt schon viel gehört von den Bergbauern in Sölden. Und ja, es ist dann eigentlich relativ schnell gegangen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was man jetzt wirklich in so einem Betrieb tut, wenn ich das jetzt ganz offen und ehrlich sagen darf. Aber es war nicht schwierig für mich. Ich habe super Kollegen gehabt, die haben mich super eingeschult. Ja, und ich bin dann eigentlich gleich das ganze Jahr da geblieben. Und ja, jetzt bin ich schon die 2 Jahre da. Und mir dachte ich eigentlich, ja. Vom Outdoor Guide in der Area 47 zum Techniker bei den Bergbauern in Sölden, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sparten. Wie ist denn das zustande gekommen? Weil ich sage, da braucht es wahrscheinlich ein gewisses Technikinteresse deinerseits, oder? Die Technik hat mich schon immer interessiert. Und ja, ich bin schon sehr viele Kurse gegangen. Ich habe da auch sehr viel gelernt, also wie das wirklich vom kleinsten System bis das ganze Fahrt eigentlich funktioniert, ist wahnsinnig interessant. Und ja, es war einfach eine gute Abwechslung. Also ich bin ja doch noch immer im Sommer auch so in der Revision, mache da sehr viel, aber ich bin ja trotzdem noch im Auto auch ein bisschen tätig, nachdem wir da einen Bikepark haben. Also mache ich schon immer meine Hobbys auch. So, das war jetzt ein kleiner Einblick hinter unser neues Projekt, die neue Hochsölden-Rotkugelbahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Infos findet ihr dazu natürlich auf unserer Homepage. Und wir machen uns jetzt auf den Weg durch Jahr und lassen es für heute gut sein. Bis zum nächsten Mal.